In allen Dingen lauert Finsternis. Sie verändert dich, wenn du ihrer zu lange gedenkst. Aber sie ist immer da. Sie wartet auf dich. Als ich mich versteckte, wollte ich alles vergessen, was ich war. Nun will ich mein Wort halten. Für einen Toten, der mir die Welt bedeutet hat. Manchmal höre ich Dauds ferne Stimme im Metall dieses erbärmlichen Messers hallen. Das ist die seltsamste, wichtigste Sache meines Lebens. Und das heißt was. Es gibt ein Bergwerk auf dem Shindaray. So obskur, dass kaum einer glaubt, dass es wirklich existiert. Dort lebt dieser irre Kult und schützt den Ort, der mich direkt zum Outsider bringen kann. Vor Jahren hat mir Daud einmal vom Nichts erzählt. Von Angst, die dir die Kehle zuschnürt. Doch es gibt kein Zurück mehr. Wie wäre eine Welt ohne den Outsider? Sein Name mag verloren sein, doch heute Nacht will ich wissen, ob er noch bluten kann. Hier ist es. Shindaray Steinbruch Nord. Sollte es nicht geben, aber soweit ich sehe, ist alles echt. Im Augenblick zumindest. Hier ist das Nichts der Realität am nächsten. Es bringt alle Ängste und alle Macht hervor, die der Jedermannsorden verbergen möchte. Du hast mehr als die meisten entdeckt. Dein nächster Schritt verändert die Welt. Du schon wieder. Ich habe mich immer gefragt, wann du mit mir sprichst. Ich wollte es fast. Jedes Kind auf der Straße, alle Verzweifelten. Sie wollten, dass du zu ihnen sprichst. Warum hast du es nicht getan? Warum ich? Warum jetzt? Ich bin hier, um allem ein Ende zu setzen. Dir und diesem Kult. Die Leute kommen seit Jahrhunderten her und wollen viele Dinge. Dem Tod entgehen, verbotenes Wissen finden. Sie sind nie zufrieden, egal wie viel sie bekommen. Nicht mal die Toten finden ihr Frieden. Du findest ein weiteres Relikt im Herzen des Kults. Ein Stück von dem Gott vor meiner Zeit. Und die Leute, die mich getötet haben. Früher hatten sie Namen. Und Ziele. Jetzt irren sie hier umher, ihr Geist in schrecklichen Geheimnissen gefangen, die das unsägliche Ritual geheim halten, das mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Im Nichts spürte ich ein Messer am Hals und verlor meinen Namen. Du hast dieses Messer. Findest du auch meinen Namen inmitten dieser schwarzen Leere, sofern du ihn suchen willst? Warum erzählst du mir das? Was willst du von mir? Wir wissen doch, wie das gemeine Volk einen Mord vor sich rechtfertigt. Wer ich war, was ich wollte, war für die Kultisten hier nie von Belang. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Bei unserem nächsten Treffen siehst du, was mir vor langer Zeit angetan wurde. Du hörst das Echo von allem, was Daud von dir will. Doch die Entscheidung liegt ganz bei dir, Billy Lurk. Naja. Untersuche die Aufträge. Nein, hat nicht funktioniert. Töte den Outsider oder finde einen anderen Weg. Oh, jawohl, das ist interessant. Einen anderen Weg finden. Erreiche das Bergwerk. Das mache ich. Habe ich. So, Reiseprotokoll. Ja, ja, ja. So. Er ist nah. Meine Nächte auf diesem Berg waren schlaflos, aber in den letzten habe ich vom Outsider geträumt. Ich wusste, dass es früher oder später dazu kommen würde. Er war im Nichts gefangen und hatte die Augen festgeschlossen, als ob auch er von etwas Schrecklichem träumen würde. Ich zögerte nicht. Ich legte ihm meine lebendige Hand auf die Wange und stieß ihm das Messer tief in die Brust. Ich lehnte mich mit meinem ganzen Körper auf die Klinge, als sie mit einem Schaudern in ihn glitt und das Blut zwischen meinen Fingern hervorquoll. Da schlug er die Augen auf. Ich blickte ihm ins Gesicht. Nur für einen kurzen Augenblick. Dann fiel er zitternd in die Dunkelheit und ich sah nur noch Daedra zuckend in der Gosse liegen, wie an dem Tag, als sie starb. Ich musste mich zwingen, aufzuwachen, nur damit ich wegsehen konnte. Ich weiß, dass das Messer ein Teil von mir wird, wenn ich es nicht sehen kann. Ich spüre es in meiner Brust und in meiner Kehle.
Ich konnte den Outsider dafür hassen, was er mir angetan hat. Dafür, dass er mir meine wenigen guten Erinnerungen vergelt hat. Dass er mir Schrecken gezeigt hat, die ich niemals sehen wollte, dass er mich gebrochen zurückgelassen hat, allein mit dem Schatten. Kann ich dafür sein elendes Leben beenden? Nein, 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 nein. Wir finden eine andere Möglichkeit. Haha, haha. Oh. Und hier fliegen Geister rum? Da ist ein Hund. Wo sind nur alle hin? Ich hasse es hier jetzt schon. Oh ja. Mal kurz mal abchecken, was ist das denn? Ah, mein Auge, es brennt. Genau, ein Artefakt. Wachhund? Was ist das? Verdammte Köter, Mann. Tot. Sorry, ey. Scheiße. Weitere Probleme im Shindori, Steinbruch. Ja, okay. Weiter geht's. Hier, Knochenartefakt. Flinker Pirscher. Was haben wir mit Flinker Pirscher? Lalalala. Du bewegst dich mit weggesteckten Waffen etwas schneller. Nee! Muss ich nicht ausrüsten. What? Pay what you own. Oh, die Statue. Ist auch noch, yes. Meine Schiffe sterben seit Jahrhunderten mit einem toten, verwesenen Auge ins Sicht. Nur mir weichen sie aus. Mhm. What? Einsame Rattenjunge. Das ist nur ein Märchen. Das Nichts braucht dich. Ich will das Nichts aber nicht mehr betreten. Ich weiß, was passiert. Der Stein will nicht nur den Körper. Kultist. Kultist. Kultistin. Auch mein Herz und meinen Verstand. Das ist unser Weg, Antero. Dafür sind wir hier. Ergib dich dem Einfluss des Impuls, der Lehre. Ich will nicht. Ich will nicht so werden wie sie. Das wirst du auch. Wow. Was ist mit ihnen? Was ist hier los? Alter, sein Arm. Der hat einen Artefakt. Was wissen Sie? Was sahen Sie in all der Zeit am letzten Abend? Zack, mal kurz noch zu ihr rüber. Wie machen wir das am besten mit euch? Wie machen wir das am besten? Vielleicht einfach abschießen? Ist da jemand? Nee.
Wirbelwind? Zeig mal her, was hast du da? Bap, 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 bap. Das kann man vielleicht wegmachen. Drittes Auge. Aha. Wirbelwind, ja. Nee. Nein. Wolfshunde könnte ich nicht aufspüren, okay. Am Haken hängende Ziele verstummen in der Luft. What? Drittes Auge. Machen wir das hier. So, und abspeichern. Wunderbar. Hier ist ein Zahlencode, verdammt. Okay, dann suchen wir nach einem Code. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch welche rumlaufen. Perfekt, genau die zwei Schüsse, die ich verbraucht habe, wieder aufgenommen. Jetzt müssen wir wieder einen Code finden. Oh Mann, ey, ich und die Codes. Warum ist er so zu? Komm ich da irgendwie noch anders rein? Irgendwas Faules gegessen schon wieder. Ich Idiot. Ein Knochenartefakt. Wo ist es? Unter mir, okay. Hey. Das bringt mir nichts, okay. Warum sollte man sonst hier hochkommen? Ah, kann ich vielleicht diese Tür so weghauen? Nein. Na, was ist da? Oh, ich wollte nicht runterfallen. So, aber wie kommen wir jetzt da rein am besten? Nochmal kurz oben gucken. Es muss ja einen Grund haben, weshalb man da hochgehen kann. Also ganz hoch, meine ich. So, ich probiere mal irgendwie aus, da durchzukommen oder so. Ringmine. Ah, da liegt alles Mögliche noch rum. Muss es irgendeinen Weg geben? Also irgendwas muss hier doch sein. Die Kraft ist voll geil. Aber anscheinend nicht. Anscheinend ist hier nichts. Durch das Rohr, das wäre... Nee, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist... Dass man das so machen kann. Ah, nee, guck mal. Ich dachte vielleicht hier so rein und dann da durch, unten rein. Mm-mm. So nicht! Hier ist auch nichts. Guck mal da. Was ist das hier?
Wunderbar. Wandbolzen habe ich genug. Kasse, wo nichts drin ist. Noch eine Kasse, wo nichts drin ist. Da haben wir doch was. 402. Okay. Das ist mein Code. 402. Wunderbar. Sonst ist hier nichts, oder wie? Nur das? Das brauche ich aber nicht. Okay. Vielleicht kommen wir ja von der anderen Seite da dran. Das war sogar schon fast. Nein, ich Idiot. Alter, wie dumm muss man sein? 4. Wunderbar. 402. Und da hinten sitzt schon wieder einer. Du bist gestern aus der Bibliothek gekommen. Du hast das Auge befragt. Ja, da ist ein offenes Fenster. Ja. Ich habe hineingeblickt und mich selbst erkannt. Wunderbar. Verbindung zum Nichts. Ah, was könnte ich da wegmachen? Ja, das könnte ich wegmachen. So, was war das? Verbindung zum Nichts war das. Erhalte zusätzliche Energie des Nichts. Boah, nice. Unter seinem Blick sank ich in die Tiefen dieser Wasser. So, wunderbar. Verschlossen. So. Wir laufen da alles rum. Da ist jemand. Okay, hier. 2. Schnell markieren. Da hinten ist was, guck mal. Dich auch noch markieren. Walöltank. Sonst ist hier niemand. Alles klar. Irgendwann. So, sie haben aufgehört zu reden. Jetzt trennen sie sich. Und das ist ihr Fehler. Schnell, schnell, schnell. Heute Nacht kommunizieren wir mit dem Auge. Wenn du deine Studien für den Abend beendet hast, dann verlasse die Bibliothek und komm zu uns in die Kammer. Das Relikt wird in uns hineinblicken und wir müssen bei seiner Suche helfen. Das Nichts liegt im Inneren. Wir müssen es an die Oberfläche bringen, um seine Wahrheit zu erkennen. Bringe 3 scharfe Messer mit. So. Okay. Das Auge des toten Gottes befindet sich in der Nähe der Bibliothek. Die Kultisten scheinen einen Weg gefunden zu haben, damit ins Nichts zu blicken. Ja, ich habe keine Munition mehr. Warte mal, dass er vielleicht irgendwie hierhin. Lol, ja, ist klar. Er macht halt nichts. Ich sollte zuerst mal zu der einen auf dem Dach. Guck mal, jetzt dreht er sich um. Jetzt nicht mehr, oder was? Der weiß auch nicht, was er will. Was ist das? Eine Person schlecht, 3 Personen gut. Aha. Ich hole mir ein paar Leichen. Hey, warte.
Ja, alles klar. So. Guck. Jetzt noch eine Person und dann ist gut. Was macht der da jetzt? Du kommst mit. Eine Kultistin. Und dann kann ich hochfahren. Ja, zum Auge. Kann ich dann fahren? Wunderbar. So, jetzt ist es... Jetzt ist es gut, oder? Nee, eine Person fehlt dann noch, oder was? Oder bin ich so leicht? Okay, eine Person holen wir uns dann einfach noch. Ich würde gerne da rein. Dann kommst du noch mit. Wunderbar. So, kurz abspeichern. Jetzt gehen wir zu denen da. Nee, nee. Bloß hier kann einen hier durchsehen, oder was? So viel aufgegeben. Titel, Familie. Ups. Den falschen Knopf gedrückt. Jetzt nur hofft, dass mich keiner sieht. So. Nein! Nein, bitte nicht! Nein! So, ja, das habe ich schon gemacht. Gute Frau, wie komme ich zu dir? Von da oben, okay. Ist da innen noch irgendwie was, was interessant sein könnte? Oh, das wird wehtun, Frau. Also langsam! Langsam reißt! Mal Glück gehabt. Ach, bleib doch hier oben liegen, ey. Ich komm zu dir, Frau. Ich komm zu dir. So, komm ich da irgendwie rein vielleicht? Hä? Hey? So, wunderbar. Warum kann man hier rein? Was gibt es hier so Interessantes? Oh. Da kann man hoch. Na gut, dann gehe ich da gerne mal hoch. Nice. Was war das? Eine Haftgranate. So. Ah ja, perfekt. Ich komme. Boah, das war Glück. So, bist du alleine hier? Nein, bist du nicht. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Na gut, was machen wir mit euch? Wie machen wir das? Die Schafe sind nicht bereit loszulassen. Wir formen. Ich erinnere mich noch an einen Adligen aus Damesserst. Was habe ich denn eigentlich also für Waffen? Was? Lautlos, nicht tödliches Projektil. Der Trottel wollte tatsächlich seinen Einmal mal ausprobieren. Mal kurz das hier. Schon genug
Ungeziefer. Er musste seinen Hund töten. Messer ins Auge. Dann töteten wir ihn. Nice. Er weinte. Hörst du das? Das war jetzt dumm. Du stirbst durch einen Diener des Outsiders. Dann zeig mir, was du mit diesem... Aua. Nein, nein, nein. Gib mir meine Mine wieder. So. Cool, neues Knochenartefakt. Welches ist das? Gerade nicht gesehen. Okay, was soll ich das hier? Die Chance, umgeworfen zu werden, sinkt erheblich. Ja, alles klar. Wo ist meine Hexenperle jetzt hin? Da ist sie. So. Ah, perfekt, danke. Warum muss ich eigentlich mit dem Aufzug dann fahren, wenn ich hier sowieso hier lang gehen kann? So, cool bleiben. Aufpassen. Hier laufen bestimmt wieder böse Leute rum. Guck mal da, siehst du das? Drei Stück. Drei Kultisten. So, ich hole meinen Fahrstuhl. Wofür auch immer. Aber jetzt müssen wir irgendwie da rein. Ah, wir können hier durchkrabbeln, alles klar. Kurz speichern. Okay, was haben die? Die Ratten bei Shindarae Steinbruch haben bemerkt, dass sich einige Kultisten aus Fleisch und Blut in unheimliche Steinwesen verwandeln haben. Oha. Wow. Einen Tage einen der Steinernen erblicken zu dürfen. Es heißt, Steinerne könnten nicht mehr mit uns kommunizieren. Sehen sie uns? Oder sehen sie nur, was im Nichts liegt? In Zeugen aus Stein schreibt Nosaku, dass sie uns sehen, aber vorziehen zu schweigen. Sie wandeln mit erhabeneren Gedanken durchs Nichts. Sollte ich irgendwann Glück haben und Steinern werden, werde ich Augenlose wie uns nicht ignorieren. Sagst du jetzt, wenn es soweit ist? Zum Auge. Ich habe bis jetzt nur das... Nur das eine hier. So. Was passiert, wenn ich das ausmache? Ich lasse es mal da. Okay, damit ich Zugang zum Nichts erhalte. Okay. Finde eine Möglichkeit, dem Outsider ein Ende zu bereiten, ohne ihn zu töten. Ein nicht tödlicher Ansatz verursacht weniger Chaos, wodurch das Ende optimistischer ist. Ja. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Da hinten ist ein Auge. Was ist das? Da ist noch so viel zu entdecken. Also hier können wir ruhig aufrecht laufen, hier ist keiner. Okay, du bist auf eine Sippe Ratten gestoßen, deren Flüstern sich um ein riesiges Auge drehte, das als Fenster ins Nichts dient. Ja!
Shit, Alter.